Hey ho, ich bin heute mit Josie unterwegs und mit Dreams Buddy. Wir sind da gerade in einer verlassenen... Ich habe dich fast getroffen mit dem Gimbal. Wir sind gerade in einem verlassenen Abbaugebiet. Bisschen creepy, alles bei Nacht, aber das wird schon. Also, etwas zur Geschichte. Wir sind jetzt hier gerade im Grenzgebiet. Es ist ein sehr interessantes Unterfangen. Es ist eine riesengroße Firma. Also, es ist eine ehemalige riesengroße Firma, die Wohnungen irgendwie noch mit dabei hat. Der gesamte Bereich, in dem wir hier gerade durchlaufen, ist ein reiner Wohnkomplex. Also interessanterweise hat man hier in diesem Foyer, in diesem kleinen Flur, sogar noch ein Häuschen, wie so ein Bachschutz, da reingesetzt. Warum das ist, den Sinn kann ich mir nicht erklären, weil das hier eindeutig Wohnhäuser noch mit dabei sind. Ich muss es mal ganz ehrlich sagen, auch wenn das Spielzeug ist, aber so ein Kinderwagen, so ein Kinderwagengerät, das zu finden, ist irgendwie ein bisschen creepy, gerade in das Place ist und das in einem Keller. Josie? Ja? Willst du Geld verdienen? Was? Willst du mal Geld verdienen? Nee, ich will nicht. Nee? Was ist denn? Ich hätte dir jetzt Geld gegeben, wenn du die Früchte isst. Na nee, das ist eklig. 1 Euro? Nein. Komm, 2? Nein. 5? Nein. 10? Nein. 20? Du brauchst bloß aufmachen, um zu wissen, ob die noch gut sind oder nicht. Nächstenliebe? Ich bring dir schönes Glas. Nein! Ich habe ein hübsches Glas voller Speck gesehen. Oh. Da probiere ich wahrscheinlich auch lieber die Kirschen. Willst du es probieren? Nein. Sebastian. Die Kirschen. Ich glaube, wenn man die aufmacht. Den Speck. Das ganze Glas Speck. Ich glaube, wenn man da überhaupt eine Dose aufmacht, dann sind wir wieder böse Uhrwechsler. Ja, das stimmt. So haben muss ich das nicht. Jetzt runter geschissen. Übelst. Hier liegen schon mal in den Häusern. Keine Angst. Wenn Sebastian da einbricht, weißt du, du solltest auch nicht weitergehen. Oh, Alter! Oh, gib dir mal!
Ich will jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist schon richtig krank. Ist so. Hey, so Dank, da wird's dir anders. Eigentlich ein übelst geiles Motiv. Näschen weg. Dame, danke. Oh. Das schaut mir aber langsam gerade gar nicht mehr so aus wie eine Zeche. Was? Das schaut mir gerade gar nicht mehr so aus wie eine Zeche. Doch. War vielleicht mal eine. Hat er nach der Zeit mal umgebaut zum, wie heißt das? Wohnungen oder so. Ja, plus das ist die Frage, wer zieht hier freiwillig her? Uff. Ist es nicht. Ja, ihr müsst diesen Schüler größer. Ja. Von da sind wir doch gekommen. Ja, aber ich komme auch gut. Ja, tatsächlich. Ja, gut. Die Frage ist, wie wird's das immer? Das kann das. Auf der anderen Seite war auch noch ein Gang in den Keller runter. Ja, es können aber wohl getrennte sein. Es gab ja auch zwei Treppen. Da kommen wir runter. Man muss bloß aufpassen, wohin man tritt. Und das im Idealfall nicht so wie ich mit einer Hand machen. Ja, so drauf treten, dann ist es ja nicht so drauf. Das sieht ja auch ganz schön aus, gell? Ja, ist gut. Das war's. Also, wo ist der Sinn dabei? Wir kommen uns jetzt einmal wieder angucken. Ey, ich bin gerade echt ein bisschen angenervt. Wieso? Na, ich suche nach einer Zeche, wie ihr. Finden keine und werden hier dauerhaft verarscht. Ja, das stimmt. Was? Doch keine Zeche. Hände mir Hände. Oder vielleicht standen die mal hier und haben sie halt alles draufgekippt, damit halt ich reinkommst. So, leider haben wir doch keine Zeche gefunden. Wir dachten es, es passt alles. Er sieht ja auch so schön aus und naja. Ich, Sebastian, die kleine Blonde, Josie. Ich bin nicht blond. Ne? Guck nur mal hin. Ich guck nur mal genau in den Spiegel. Brünett. Oder blond? Die schreckhafte Josie eher. So dreckig blond. Ja, ja.
Wir verabschieden uns jetzt mal. Schaut mal bei Dreams Buddy vorbei aus seinem Kanal. Recht amüsant, ganz witzig. Nicht so witzig wie meine, aber macht schon was. Dann bye bye. Ich mache nochmal ein Update. Es ist ein Schacht, es passt. Es ist tatsächlich eine Zeche. Die Zeche, die ist halt eben ganz weit weg, außerhalb des Gebäudes gelegen. Und jetzt verabschiede ich mich nochmal mit Nachtrag. Bye bye.